Willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales, zurück im Elfenhain in der Bibliothek mit Ivo. Wir schauen mal, was es hier noch so gibt. Hier haben wir soweit alles. Schauen wir mal ins Bücherregal. Wir brauchen ja unbedingt noch ein Medizinbuch, dass wir rausfinden, was mit Ivo nicht stimmt. Goldschmiedekunst, Steinmetzkunst und ein Buch über Holzbearbeitung. Wie alle Bücher in dieser Bibliothek sind es Geschenke von Gästen. Die Logik dahinter muss sein, die Elfen, die haben doch so viele schöne Statuen und Holzarbeiten. Vermutlich interessieren sie sich dafür. Schenken wir ihnen doch ein Buch zum Thema. Dabei wird dann aber verkannt, dass wir, wenn wir uns für das Thema interessieren, ohnehin schon alles darüber wissen und die Bücher damit nutzlos für uns sind. Tja, das ist ja schade. Nimm eins der Bücher. Nimm mal doch eins. Holzbearbeitung. Unten im Tal gibt es einen Meisterschnitzer, dem ich früher gerne zugesehen habe. Er kann Tierfiguren schnitzen, die so echt aussehen, dass Menschen und Zwerge glauben, es seien in Holz verwandelte Tiere. Hier geht es aber eher ums Heimwerken, Möbel bauen und solche Sachen. Hobeln Sie das Holz etwa einen Wichteldaumen dick ab und sägen Sie das Brett in zwei gleich lange Stücke. Wer weiß, wofür es gut ist. Nehmen wir mit. Das Buch. Verschiedene Bücher über Tiere, ein Atlas, ein Buch über Menschen, eigentlich eher eine Broschüre. Und hier? Angeln für durchschnittlich Begabte. Das Angelbuch, das schauen wir uns doch mal an, wenn wir können. Ich habe keine Zeit, in Ruhe ein Buch zu lesen. Und wenn, wäre es bestimmt kein Buch übers Angeln. Irgendwo hier muss es ein Medizinbuch für Elfen geben. Also kein Angelbuch, ein ausgestopftes Monster. Das sieht nett aus. Ein schönes Beispiel für die vielfältige Fauna unserer Welt. Schon verrückt, was die Natur sich einfallen lässt. Ein Drachenkopf. Vor einigen Jahren machte dieser Drache Ärger. Ein Kopfgeld wurde ausgeschrieben und alle Helden des Landes wurden aufgefordert, den Drachen zu erschlagen. 40 mutige Recken drangen in die Höhle der Bestie ein und erschlugen sie. Sie brachten den Kopf zum Palast und er wurde dort aufgehängt, um vom Sieg zu künden. Das Seltsame war, dass wenig später andere Abenteurer kamen und einen identischen Kopf dabei hatten. Dann kamen weitere Helden und dann noch mehr. Lol. Okay, wir haben... Manchmal sieht man den Wesen unserer Welt gar nicht an, dass sie sich natürlich entwickelt haben. Nee, sieht nicht so sie aus. Sie sehen dann aus, als ob ein verrückter Künstler sie sich ausgedacht hätte. Ja, schon. Das Angelbuch. Da hat's noch ein Bücherregal. Schauen wir uns das mal noch an. Was haben wir denn hier? Aha. Almanach der Elfenheilkunde. Das habe ich gesucht. Wie schön. Aufs Lesepult. Etwas vorsichtiger, wenn ich bitten dürfte. Was? Ein sprechendes Buch? Ja. Eine kranke Elfe? Was ist los? Kranke Elfe? Ich sehe also krank aus? Was fehlt mir? Nun mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin mit Sicherheit älter als du. Und das sieht man dir auch an. Ja? Nein, sieht man nicht. Und ich erkenne auch keine Krankheit. Allein die Tatsache, dass ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder aus dem Schrank geholt wurde, sagt mir, dass dir etwas fehlt. Die Frage ist bloß, was? Ich fühle mich seit einigen Wochen nicht gut. Ich schlafe schlecht, habe keinen Appetit. Ich weiß, dass Elfen nur sehr selten krank werden. Aber wenn es das nicht ist, dann muss es irgendeine Art Zauber oder Fluch sein. Selten krank heißt ja nicht nie krank. Elfen können zum Beispiel an gebrochenem Herzen leiden. Bitte? Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei hübschen Prinzessinnen. Es muss etwas anderes sein. Empfindliche Elfen leiden manchmal unter Weltschmerz. Es gibt eine Reihe Ohrenentzündungen und natürlich könnte es Lupus sein. Aber ich denke, es ist etwas anderes. Was ist es? Um ganz sicher zu sein, musst du einen Trank mixen und trinken.
Ist es ernst? Allerdings. Okay. Kann man darauf vertrauen, was das Buch uns erzählt? Bist du überhaupt qualifiziert, Diagnosen zu stellen? Und warum kannst du sprechen? Ich bin ein magisches Medizinbuch, womit eigentlich beide deiner Fragen beantwortet sein sollten. Ich habe noch nie ein sprechendes Buch gesehen. Natürlich nicht. Ich bin das einzige sprechende Buch hier. Das ist es ja. In der magischen Bibliothek von Seefels können alle Bücher sprechen. Da ist richtig was los. Das kannst du mir glauben. Und dann wurde das arme Buch hierher geschenkt und hängt hier jetzt mit stummen Büchern rum. Das arme Buch. Du bist sicherlich ein Gastgeschenk einer Delegation aus Seefels, richtig? Korrekt. Ich, Narr, habe mich sogar freiwillig gemeldet. Oh. Als Buch über Elfenmedizin hatte ich in Seefels nicht viel zu tun. Ich dachte mir, hey, das ist eine Chance auf etwas Praxiserfahrung. Weit gefehlt. Wir Elfen werden nicht oft krank. Und vor allem habt ihr nicht viel für Bücher übrig. Das hier ist das Herz des Elfenreichs. Und schau dir doch an, wie mickrig die Bibliothek ist. Wir haben wenig Verwendung für Bücher. Wir singen Lieder über längst vergangene Zeiten und viele von uns waren selbst dabei. Das ist dann wohl auch der Grund, warum die Elfen immer mit weißer Weste dastehen. Wie meinst du das? Naja, über die Jahre werden die Lieder hier und da etwas verändert und angepasst. So lange, bis das Verhalten der Elfen jederzeit klug und moralisch einwandfrei erscheint. Wer könnte euch das schon nachweisen? Andere Augenzeugen gibt es nicht mehr. Und Bücher auch nicht. Tja. Was hab ich denn, wenn ich in Ivos Perspektive rede? Was hab ich denn oder was hat Ivo denn? Ich will auf der Stelle wissen, was für eine Krankheit ich habe. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen. Ich kann es ertragen. Ein Placebo wirkt nur, wenn man nicht weiß, dass es ein Placebo ist. Braue den Trank, dann komme zurück und trinke ihn. Dann wissen wir mehr. Alles klar. Und wenn es doch Lupus ist? Und wenn es doch Lupus ist? Bist du in letzter Zeit von einem Wolf gebissen worden? Nein. Dann kann es nicht Lupus sein. Alles klar. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas anderes ist. Der Trank. Trinke ihn, dann kann ich dir mehr sagen. Okay. Was gehört in den Trank? Also schön, dieser Trank, was beinhaltet er? Er ist sehr einfach zu mixen. Du musst die grüne Frucht eines Methusstrauchs, einen Löffel Honig und einen roten Hering zerstampfen und mit Wasser zu einem dickflüssigen Trank vermengen. Das klingt ekelerregend. Es ist Medizin. Medizin. Und wenn ich sie trinke, werde ich wieder gesund? Wir wissen dann zumindest, was dir fehlt. Okay. Einen Methusstrauch? Was ist ein Methusstrauch? So einen Methusstrauch. Wo finde ich den? Keine Ahnung. Ich bin nur ein Buch und habe die letzten Jahre zwischen einem Gesangsbuch und einem Kochbuch für Aufläufe gesteckt. Ein roter Hering? Ein roter Hering? Ernsthaft? Natürlich, warum denn nicht? Rote Heringe sind landauf, landab als besonders nützliche Fische bekannt. Ihre Einsatzgebiete im medizinischen, kulinarischen und literarischen Gebiet sind zu vielfältig, um sie aufzählen zu können. Na gut, also ein roter Hering. So, das war erst mal alles. Danke, ich denke, das war erst mal alles. Alles klar. Normalerweise beende ich meine Patientengespräche. Du bist nur eine Prinzessin, aber ich bin Arzt. Ruhe, Medizinbuch. Ins Schlafzimmer. Ach so. Von außen ließ sich die Tür ganz einfach öffnen. Und wenn es nach mir geht, bleibt sie auch auf. Ja, das ist doch gut so. Ein Schmuckkästchen, da willst du wahrscheinlich immer noch nichts damit zu tun haben. Perle, ich will... Okay.
Wir brauchen Wasser, also können wir jetzt auch die Karaffe nehmen. Wasser ist die am einfachsten zu besorgende Zutat. Davon haben wir hier im Überfluss. Alles klar. Nehmen Sie mit, die Karaffe. Ach, kann ich nicht. Dann packen wir es mal in die Schale rein. Das Wasser. Das sollte reichen. Das Medizinbuch meinte, es müsse ein dickflüssiger Trank sein. Das ist ein Anfang. Aber es fehlen noch Zutaten. Okay. Dann gehen wir mal auf den Balkon und vom Balkon wieder runter in den Garten. Weil da hat's ja dann wohl den Rest, weil hier hat's absolut nichts mehr. Ich habe in der Welt da draußen viel Leid, viel Böses, viel Missgunst gesehen. Aber es war aufregend. Es war lebendig. Hier im Elfenhain ist alles so geordnet, so perfekt. Jeder Tag ist wie der vorherige und sie ziehen sich endlos hin. Alles klar. Wieder runter in den Garten. Wir könnten doch da ein roter Hering. Wie vermutet, da unten im Teich schwimmen einige rote Heringe. Eigentlich sind es Salzwasserfische, die im Ozean leben. Aber zum Laichen kommen sie immer zurück in ihr Heimatgebirge. Es ist die einzige bekannte Fischart, die nahezu senkrechte Felswände emporklettern kann. Senkrechte. Rote Heringe sind schnell und glitschig. Selbst Elfen können sie nicht mit bloßen Händen fangen. Und jetzt? Können wir eine Angel bauen? Irgendwie? Mit irgendwas? Ein Buch über Holzverarbeitung. Schleifen, schneiden, hämmern, all das. Ein Buch über... Okay, mehr sagt sie dazu nicht. Nochmal der Wasserfall. Der Wasserfall und ich sind schon so lange Nachbarn, dass ich ihn gar nicht mehr höre. Die Weide reckt vor lauter Fröhlichkeit ihre Äste in den Himmel. Ein Teil des Wasserfalls liegt wegen ihr schon im Schatten. Wenn sie weiter wächst, wird sie irgendwann den halben Garten beschatten. Naja. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal nichts mehr zu tun. Das Vogelbad. Schauen wir mal da Im rein. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen... Ja, das kennen wir schon. Wir gehen mal wieder rüber. Jetzt können wir mal dem Arbor sagen, dass wir da noch eine Partnerblume brauchen. Wir könnten auch mal... Ist das ein Metusstrauch? Ich glaube, ja. Keine Ahnung, was das für ein Busch ist. Aber seine roten Früchte sehen sehr lecker aus. Doch wenn ich eins draußen im... Okay. Arbor. Partnerblume und so? Hallo, Arbor. Oh, Ivo. Ich glaube, ich kenne den Namen deiner Patientin. Liebeslilie. Sonderlich verliebt sieht sie nicht aus. Ja. Das ist genau der Punkt. Liebeslilien gehen eine lebenslange Partnerschaft mit einer anderen Pflanze ein. Und wenn sie getrennt werden... Dann lassen sie die Köpfe hängen. Schöne Theorie. Aber die Feen kennen sich mit Pflanzen aus. Sie hätten uns nie eine Liebeslilie ohne ihren Partner geschenkt. Und, wir haben ein Buch über Holzbearbeitung gefunden, auch wenn er das vielleicht nicht so gern hört. Guck mal, ich habe dieses Buch in der Bibliothek gefunden. Holzverarbeitung? Wieso zeigst du mir sowas? ich dachte, es interessiert dich vielleicht. Ich mag keine Horrorgeschichten. Horrorgeschichten? Holz, das in ein sich drehendes Monstrum geklemmt wird, um dann Schicht für Schicht bis zum Kern abgedrechselt zu werden? Wie nennst du sowas, hä? So habe ich das nie gesehen. Äste werden abgesägt, Bretter zusammengenagelt, Holz mit Chemikalien bestrichen. Krankes Zeug. Und wir müssen dann Trank mixen. Ich wollte mal fragen, ist es da vielleicht zufällig ein Metusstrauch, aber... Wenn ich krank wäre und Medizin mixen müsste, dann würdest du mir dabei doch bestimmt helfen, oder? Krank? Du bist eine Elfe. Elfen werden nicht krank.
Aber wenn doch? Schieß los. Wie kann ich dir helfen? Haben wir einen Metusstrauch hier im Garten? Ja, der Busch da. Aber dessen Früchte sind rot. Welche Farbe sollen sie sonst haben? Grün. Grün. Sind sie nur grün, solange sie unreif sind? Nein, dann sind sie blau. Grün sind sie, wenn der Busch Gefahr wittert. Bitte? Der Metusstrauch hat äußerst leckere, süße Früchte. Aber wenn er glaubt, in Gefahr zu sein, werden sie grün und sehr sauer. Ist eine Art Verteidigungsmechanismus. Verstehe. Und der Busch trägt rote Früchte, weil er hier nichts zu befürchten hat. Okay. So ist es. Hast du eine Angel? Ich sehe dich häufig angeln. Kannst du mir deine Angel leihen? Klar, wenn du sie mir heil zurückgibst. Was ist? Ich hätte fest damit gerechnet, dass ich mir selber eine Angel bauen muss oder dass du etwas für die Angel haben willst. Wieso? Ist nur eine Angel. Er ist cool drauf, danke. Der Arbor. Es muss nicht immer alles kompliziert sein, weißt du? Da haben wir schon mal die Angel. Honig? Hast du eine Idee, wie ich an Honig komme? Versuch's mal unten in der Küche. Ich würde lieber nicht durch das Schloss gehen. Ah, natürlich. Jemand würde es deiner Mutter erzählen. Und dann? Ich habe spekuliert, ob mir das Bienennest dort am Baum weiterhelfen könnte. Da wäre ich vorsichtig. Die Bienen verteidigen ihren Honig und können schmerzhaft zustechen. Kann man sie nicht irgendwie ablenken oder austricksen? Imker tragen Schutzkleidung und benutzen Qualm, der die Bienen beruhigt. Aber ich habe keine Imkerausrüstung hier. Ich lasse den Bienen ihren Honig und sie bestäuben meine Blumen. So haben wir es schon immer gehalten. Alles klar. Nochmal was anderes. Ich sag bis mal später, Arbor. Bis dann. Und wie können wir den erschrecken? Das ist ein Metusstrauch. Genau, was ich brauche. Nur sind seine Früchte rot und nicht grün. Das ist doch zum Kriegstrompeten. Geht das vielleicht? Hätte der Busch ein Herz, es hätte für ein paar Schläge ausgesetzt. Sehr schön. Nimm mal danke. Ein paar grüne Früchte mit. Sehr schön. Wir können Regenwürmer nehmen. Ach stimmt, als Köder für die Angel können wir die gebrauchen. Ich werde doch nicht... Es ist nur Erde. Ich sollte Mutter davon berichten, wie ihre Tochter hier in der... sie wäre begeistert. Im Humus vom Arbor ist doch alles in Ordnung. Gehen wir mal angeln, dass wir hier noch so einen roten Hering rausziehen. Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Genau, das hatte ich. Ich hänge immer einen an den Haken, bevor ich die Angel auswerfe. So, angeln wir mal los. Ich habe nicht viel Ahnung vom Angeln, aber ich kann ja mal mein Glück versuchen. Angler Level 0. Wie vermutet, nichts. Allerdings... Irgendwie habe ich das Gefühl, als wüsste ich nun etwas besser, was ich tue. Angler Level auf 1 gestiegen. Machen wir doch weiter. Die Regenwürmer geben gute Köder. Ich hänge immer ein... Okay. Und dann angeln wir nochmal. Ich schätze, dass ich einfach so lange üben kann, bis ich gut genug bin. Oder aber ich versuche eine Abkürzung, indem ich woanders mehr über das Angeln lerne. Angeln Level 2, aber wir haben ja noch das Anglerbuch in der Bibliothek, fällt mir ein. Das heißt, wir könnten mal ganz kurz quasi cheaten und Angelbuch lesen.
Vielleicht stehen im Angelbuch einige nützliche Praxistipps. Für eine lukrative Session mit erfolgreichem Drill kommt es nicht nur auf Art und Qualität des Tackles, sondern vor allem auf einen guten Spot und die richtige Technik an. Dabei ist es egal, ob man nun jiggt, stippt, trollt oder fiedert. Wobbler, Twister, Spinner, Blinker, Popper, Jigs, Jerks und Lifebaits wollen möglichst verführerisch präsentiert werden. Ich habe keinen Schimmer, was das alles bedeuten soll. Vermutlich sind meine Angelfähigkeiten noch nicht fortgeschritten genug, um dieses Buch benutzen zu können. So, dann heißt es also manuell weiter angeln, bis sie dann gut genug sind. Angeln mal wieder. Was haben wir denn da? Ha! Ein Klassiker. Ich weiß nicht, was es war, auf jeden Fall. Angler Level 3. Nichts. Angler Level 4. Nochmal. Was ist das denn? Ein Fahrradlenker. Ein Klassiker. Angler Level 5. Ich weiß nicht, wie lange ich angeln muss. Nichts. Nichts. Angler Level 6. Und nochmal, ich mach's mal bis 10 und dann gucke ich nochmal, ob ich dann ein Buch lesen kann. Ha! Ein Klassiker. Angler Level 7. Vielleicht muss ich auch gar nicht bis Level 10, aber ich mach's einfach mal. Sonst muss ich vielleicht nochmal rauslaufen, das muss ja nicht sein. Nichts. Angler Level 8. Jetzt auf 9 und dann auf 10 und dann gucken wir mal nach dem Buch. Ha, ein Klassiker. Einmal noch. Na. Ha, ein Klassiker. So, Level 10, jetzt muss es hier mal reichen. Gehen wir mal rein und gucken jetzt, ob wir jetzt das Buch hoffentlich verstehen. Angler Level 10, jetzt sehen wir hier doch übel der Skiller. Dann können wir doch da hoffentlich mal was lesen. Vielleicht habe ich jetzt genug Vorwissen, um das Buch verstehen zu können. Klar. Aha. Zweimal also. Ja, das war informativ. Angler Level 20, jawohl. Sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal raus. Und dann so einen ollen Hering, so einen ollen roten Hering da rausziehen. Den klatschen wir dann oben in die Schale rein, zusammen mit der Frucht. Wie nix. Hallo? Schade. Angler Level 21. Hätte aber gerne hier roter Hering und so. Sieht man nicht nach einem roten Hering aus. Kann ich noch mehr lesen im Buch? Alles, was mir das Buch beibringt. Also noch nicht. Können wir nicht mehr drin lesen. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.